daneben einige so Tümpel. Und ich habe gesagt, das Areal hier ist riesig, ist wirklich gigantisch. Wir haben uns eine gute Stunde unterwegs. Und immer wenn die Kamera aus ist, haben wir die tollsten Sachen gehört und gesehen. Und müssen wir jetzt ein bisschen Geduld mitbringen. Die Nacht ist ja lang. Mal schauen, was wir alles entdecken werden. Und nachher werde ich euch ein bisschen was zum Thema Orientierung im Wald verzeihen. Falls man wirklich in die Situation kommt und sie im Wald verirren würde. Was für Möglichkeiten das gibt. Also, ich filme jetzt eigentlich gerade keinen Himmel, aber es ist halt leider so bewölkt, dass man eigentlich so gut wie gar nichts erkennt. Zumindest ich habe die Kamera nicht. Ich sage euch jetzt mal, eine Möglichkeit von mehreren, wie man sich nachts im Wald orientieren kann, das ist zum einen natürlich am Polarstern. Wenn ihr nicht wisst, wie man einen Polarstern findet, dann halt erst einmal nach einem großen Wagen Ausschau. Der große Wagen ist relativ prägnant, also der sticht eigentlich von allen Sternenbildern am eindeutigsten raus. Und direkt über dem großen Wagen ist der kleine Wagen. Und der kleine Wagen, der hat so eine Art Deichsel hinten drauf. Und das Ende der Deichsel, das ist der Polarstern. Und der Polarstern zeigt immer gen Norden. Also ihr könnt euch somit zumindest so weit orientieren, dass ihr wisst, okay, ich gehe immer dem hellsten Stern, dem Polarstern hinterher, der führt mich immer nach Norden. Das ist mal eine Möglichkeit, wie man sich in der Nacht ganz ohne Kompass, GPS und so weiter zumindest ein kleines bisschen orientieren kann. So, und schauen wir mal weiter. Ein kleines Zuckerl auf dem Weg durch den Wald oder durch die Wiese. Zwar, leuchten wir mal bitte. Wächst hier roter Klee, wenn man sich da mal eine Kleeblüte abpflückt, dann kann man hier so zwischen Daumen und Zeigefinger ein paar solche einzelnen Blüten herausziehen. Die kann man richtig auszuzeln und dann kann man hier den Nektar rauszuzeln, so als kleine Süßigkeit von der Wiese zwischendurch. Ich glaube, jetzt kann man es einigermaßen erkennen, zwar nur ganz schemenhaft, aber da oben ist der Polarstern. Normalerweise, wenn das Sternbild ein bisschen klarer ist, also wenn es nicht so dunstig ist wie heute Nacht, dann kann man sich wesentlich besser orientieren. Aber der darf uns jetzt sagen, da geht es nach Norden und dann kann man sich wenigstens einigermaßen orientieren in der Wildnis oder nachts im Wald. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen sinniert, warum hat man eigentlich nachts Angst? Oder warum fühlt man sich nachts unwohler? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich fühle mich nachts allein im Wald auch nicht wohl, wenn ich jetzt nicht so eine Schutzhütte um mich herum hätte, also irgendwas, irgendeine Unterkunft, selbst gebaut oder Zelt oder was Tarp. Weiß ich. Ja, oder Tarp. Ja, zum einen glaube ich, dass das einfach nur so Urängste haben. Nachts muss man sich mit dem Lagerfeuer oder Licht schützen. Ja, das glaube ich auch. Also, auch gerade jetzt, wo bei uns in Bayern in weiten Teilen der Wolf wieder Einzug gehalten hat, richtig Einzug gehalten hat, da ist er jetzt, wenn ich mich nicht ganz täusche, 3-mal offiziell bestätigt worden mit DNA-Spuren und so. Und das war natürlich damals schon so, also da wo ich herkomme, da weiß ich, da hat mein Urgroßopa, der hat noch einen Wolf gejagt, also das ist noch festgehalten auf Papier und das sind natürlich schon so. Also ich glaube, dass das mitunter beiträgt, wenn du halt auf Nacht im Wald allein bist. Das wird von Generation zu Generation, wird diese Urangst irgendwie weitergeben. Ja klar, jetzt kommt es rein, sonst kommt euch der Wolf holen, lauter so Ammenmärchen. Aber ich glaube auch, dass einfach der Mensch immer gern sieht, was um einen herum ist. Wenn man jetzt
ohne Taschenlampen geht. Jetzt, heute ist nicht so sternenklar. Du weißt einfach nicht, was ist um dich rum. Und einfach diese Unwissenheit, glaube ich, macht auch voll Angst aus. Ich weiß nicht, was kommt, was ist da jetzt für Viehzeug um dich rum? Glaube ich, ja. Man, was sind denn für Tiere da, vor denen man Angst haben muss? Ich glaube, am meisten Angst haben musst vor denen, die Tollwut haben. Also ein Fuchs. Es ist ja auch mit dem Schwarzwild so, also mit Wildsau und so weiter. Ja. Im Regelfall greift die keine Wildsau gar nicht an. Da muss wirklich, also da müssen so viele Faktoren zusammenspielen, dass du wirklich von einer Wildsau oder von einer Wildsau-Horde angegriffen wirst. Ist natürlich zum einen, wenn die Brachen gerade auf den Wald gekommen sind und die stehen quasi noch unter dem Säuglingsschutz, dann ist natürlich schon so, dass du vorläufst, dass du angegriffen wirst, genau, dass du da rein. Aber selbst da, wenn wir mich jetzt da so durch die Wälder durchstreifen und wir unterhalten uns ganz normal, so von du zu du, ohne dass wir brüllen oder so, dann nimmt das ja jedes Waldtier, egal ob das Wiesel oder Fuchs, Eule, auch ganz egal, die nimmt das schon wahr. Da haben wir noch nicht einmal erahnt, dass die da irgendwo in der Nähe sein kann. Mhm. Und somit warnst ja du das Wild eigentlich eh schon vor, dass du im Anmarsch bist. Ja. Also hier gibt es eigentlich im Wald nichts, vor dem man wirklich Angst haben müsste. Ich glaube, dass ich heute in München auf dem Odeonsplatz oder irgendwo in der U-Bahn wesentlich am höheren Risiko ausgesetzt bin, dass mir oder meiner Gesundheit irgendwas passiert, weil mir irgendein besoffener Penner über den Haufen tritt oder was weiß ich, irgendein Rechtsradikaler. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, was da in der Großstadt passieren kann. Aber hier draußen im Wald, mein Vater zum Beispiel, der hat gesagt, wenn du ruhig schlafen möchtest, dann musst du auf den Friedhof gehen, weil da ist auf Nacht keiner. Recht hat er eigentlich. Es ist so. Und das ist aber auch wieder so mit den Urängsten des Menschen verbunden irgendwo. Ja. Und also ohne, dass ich mich jetzt da abheben will oder so, aber ich scheiß mir im Wald in der Nacht wirklich gar nichts. Ich war jetzt vor, wie lange ist denn das her, 4-5 Wochen, da war ich auch allein draußen. Und dann habe ich ganz in der Nähe Wildsau draußen gehört. Und da muss ich auch sagen, ja, da habe ich schon auch so ein bisschen... Jetzt kommen die Frösche, ja. Da habe ich auch so ein bisschen ein ungutes Gefühl gekriegt. Logisch, ganz klar. Aber ich fühle mich da im Wald wesentlich wohler, weil wenn ich irgendwo in der Großstadt durch irgendwelche dunklen Gassen durchziehen müsste. Mhm. Also ich glaube, weil auch im Buschkraft Deutschland Forum, da fragen so viele Jungeinsteiger, vor was muss ich Angst haben, muss ich irgendwas beachten, erste Nacht im Wald und so. Also ich kann denen alle wirklich nur sagen, ihr schlaft wahrscheinlich ruhiger und friedlicher wie irgendwo anders. Also, naja, aber ich glaube, man hat doch im Alltag immer so Hintergrundgeräusche. Es kommt drauf an, wo man wohnt, aber Autos oder was weiß ich, wenn du Haus an Haus wohnst, du hörst immer was. Und im Wald ist so ruhig, dass du einfach mal bewusst auf die Geräusche hörst. Nachts, weil nachts natürlich nur weniger um dich rum ist. Ich glaube, dass dadurch einfach nur einfach sensibilisiert bist. Das kann sein, ja. Das kann sein. Schau mal weiter. Ja. Nest. Weil was sind denn in der Nacht überhaupt für Tiere unterwegs? Zum einen natürlich Rehe, Hirsche, der Fuchs, der Dachs ist unterwegs, Wildschweine, dann diverse Eulenarten, Mäuse, Fledermäuse, Siebenschläfer, Biber? Biber, genau, ja, aber jetzt im Wald eher weniger. Und es gibt bestimmt noch ein kleines Getier, was auch noch unterwegs ist. Wiesel. Mir fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, natürlich der Wolf. Aber der ist jetzt noch nicht so. Nicht bei uns, ne? Aber ja. Gut, das ist wahrscheinlich bloß eine Frage der Zeit. Also wenn man
wenn man da vielleicht die Natur einfach machen lässt, ja, und nicht wieder irgendwelche willkürlichen Riegel vorschiebt, dann kann es gut sein, dass sich diese Wolfpopulation in den nächsten Jahrzehnten Bayern oder deutschlandweit wieder steigern wird. Mhm, wäre ja schön. Total, total. Also ich darf deswegen auch nicht schlechter schlafen draußen am Zelt. Nein, aber mit vielen Menschen geht da einfach leider die Angst durch, dass dann gleich heißt, naja, weg damit, gehört abgeschossen. Eine Leoparden-Nacktschnecke. Leider kein so ein schönes Muster. Aber so Viechzeug ist natürlich auch unterwegs. Wildsei unterwegs, hat man jetzt gerade ganz gut gehört. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Okay, schon mal weiter. Na, schon. Wahnvorstellungen. So, das nehmen wir jetzt live mit auf. Ich will da gar nichts verschönlichen. Bin heute Nacht das erste Mal wirklich unterwegs, nachts im Wald. Und ich bin da das Gegenteil vom Andi. Ich bin eher die ängstliche, vorsichtige, die lieber alles mit der Taschenlampe ausleuchtet. Und jetzt gerade habt ihr die Wildsau gehört. Und ich habe einen heiden Respekt vor Wildschweinen. Also ja, ich habe richtig Angst vor denen. Ich möchte keinem begegnen. Es hat mir jetzt gereicht, dass wir es gehört haben. Und jetzt bewegen wir uns einfach mal langsam in die ungefähre Richtung vom Auto. Wo es allerdings noch ein paar Kilometer hin. Also wir haben wirklich weit gewandert. Aber Hauptsache erstmal weg von der Geräuschkulisse. Ja. Ja, da hilft auch alles beruhigen, meinerseits nichts. Aber gut, das sind einfach so Situationen nachts. Man kann sich nicht darauf vorbereiten, was kommt. Und in der Nacht nimmt man Geräusche einfach ganz anders wahr wie untertags. Ja. Und was dabei rauskommt, zeigt euch ja die Wanne so gut. Jetzt müssen wir schnell schauen, weil da ist eine Gabelung. Aber rechts, ja, rechts wäre unklug, wir gehen mal da lang. Ja, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, was tut man am besten, wenn man einem Wildschwein oder einer Horde Wildschweinen begegnet. Also ich habe mich jetzt auf mehreren Internetseiten informiert und sagen eigentlich alle, ruhig bleiben, langsam zurückziehen, keine Hektik, nicht schreien, ja nicht auf sie zugehen, weil das wäre als Angriff zu deuten. Vielleicht auch keinen direkten Augenkontakt, sondern schon im Auge behalten, aber nicht direkt in die Augen schauen, sondern einfach langsam und gesichert zurückziehen. Und irgendwie auf die Wadeln aufpassen. Ja, irgendwie auf die Wadeln aufpassen. Ja. Genau. Aber du klingst jetzt zumindest schon wieder lockerer wie vor einer halben Stunde. Das muss man es vielleicht auch dazu sagen. Ja, ich höre keine Wildschweine mehr. Da hinten sind wir Rehe, mehrere gleich, die Augen leuchten. Oh, jetzt sieht man es nochmal, blöder Vorführeffekt. Aber gut. Schau mal, da wachsen Lilien. Und ganz selten bei uns. Ja, für was du dich nicht alles begeistern kannst. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört auf der Kamera, aber dieser ganz hohe Ton, das sind Fledermäuse. Die orten durch diese
Schallwellen, die sie davon sich geben, potenzielle Beutetiere. So, die Vanessa ist heidenfroh. Wir haben eine befestigte oder fast befestigte Straße erreicht, die uns zurück, zumindest ansatzweise zurück in die Nähe vom Auto bringt. Ja, mal schauen. Wir wollten miteinander darüber sprechen, wie man sich nachts am besten orientieren kann. Und es gibt hierbei nur die Möglichkeit, dass man sich nach der Moosausrichtung an den Bäumen orientiert. Bei uns im mitteleuropäischen Raum kommt der Regen in den meisten Fällen nordwestlich. Und somit ist auf der nordwestlichen Seite vom Baum meistens Moos zum Finden. Ich habe jetzt. Man darf natürlich nicht das Moos da verwenden, das unten am Baum wächst. Also, es muss schon, das ist jetzt bei dem keins, aber es muss schon höher sein. Das untere Moos zählt hier nicht. Das zählt nicht, ne? Und es ist aber nicht nur Moos, an dem man sich orientieren kann. Es wächst auf der Seite auch Flechten. Also, muss nicht immer Moos sein. Schauen wir mal, ob wir da was Vergleichbares finden können. Hier sieht man jetzt unten, der Baumstumpf ist überall moosig, danach kann man nicht gehen. Aber hier, glaube ich, kann man es einigermaßen erkennen. Das ist jetzt zwar eher so ein Moosansatz, aber wir müssen mal hier auf der nordwestlichen Seite sein. Ich werde das mal schnell mit dem Kompass checken. Jupp, Nordwest. Stimmt. Also da hätte man es jetzt zum Beispiel gesehen, wobei hier das Moos natürlich überhaupt nicht ausgeprägt ist. Aber mal schauen, vielleicht findet man ein besseres Anschauungsobjekt. Man könnte jetzt einen super Blair Witch 2 draus machen. Die Hexe von Blair, vielleicht schon jemand gesehen von euch. Super guter, eigentlich total schlechter Science-Fiction-Horror-Film. Seiner Zeit, keine Ahnung, Ende der 90er oder was, oder Anfang 2000 ist der rausgekommen, ich weiß gar nicht mehr, schon so lange hier. Naja, das war dann echtes Reality-TV. Ich will das heute zum Besten dann machen. Okay. Kommst du noch mit der weißen Frau, oder? Kann das nicht? Habe ich die schon erwähnt? Die weiße Frau. Jetzt kenne ich mich auch. So. Der Schützen, da steht die Achenloa. Ah ja. Gut. Möchtest du Pause machen an dem Heuschober? Ja. Okay. Machen wir Pause. Ja, Vanessa hat uns jetzt da in den Heuschober reizert. Hochdeutsch Heuschuppen. Und ja, ich glaube, da machen wir jetzt ein bisschen Pause. Schaut eigentlich ganz gemütlich da drin aus. So. Und wenn die Wildsau kommt, dann kommen wir uns. ich finde das echt amüsant. Toll, wenn man sich vorstellt, dass mit so einem Gerät früher wirklich gearbeitet worden ist. Ist eigentlich viel zu schade, dass man das da hier drin verrotten lässt, gell? Tolle Sache. Was man das mitten in der Nacht findet, sogar Boote. Boote mitten im Wald. Das ist natürlich perfekt für uns, gell? Da werden wir jetzt ein bisschen Pause machen. Schaut schon gemütlich aus da. Ideal. Ich traue mir bloß nicht mit Tee oder Kaffee warm machen mit dem ganzen Heidwaren. Das ist mir eigentlich zu gefährlich. Dann können wir uns da draußen auf die Bank setzen. Da auf der Seite draußen ist eine Bank. Echt, das ist eine Bank. Ja, dann hocken wir uns aus. Sei ehrlich, wie fühlst du dich jetzt? Besser. Nein, weil ich einfach weiß, wir können uns jetzt nicht mehr verlaufen. Und wenn was kommt, flüchte ich auf die Rache. Okay, dann machen wir Kaffee, oder? Was magst du, Kaffee oder Tee? Salzbrezel. Salzbrezel. Okay. Tja, verlasse dich niemals, niemals auf die Technik. Also, hätte jetzt auch blöd ausgekennen, gell, aber gut, wir haben da weitestgehend in einem Gebiet, das wir kennen. Wobei ich schon sagen muss, es ist schon eine tolle Erfindung, gell, sowas, aber man kann sich eben nicht immer darauf verlassen. Wenn das Netz nicht abdeckt ist, dann hilft die beste Technik nichts.
direkt neben der Bank ist ein Holunderbaum. Der steht jetzt gerade mit voller Blüte. So weiße Dolden riechen meiner Meinung nach total gut, süßlich. Um den Holunderbaum, da ranken sich viele Legenden und Sagen, es soll ein ganz mystischer Baum sein. Angeblich wächst der Holler oder Holunder nur da, wo Blut vergossen worden ist. Und es wird auch noch gesagt, wer ein Holunderbaum fällt, dem droht Unheil, wenn nicht sogar der Tod. Und man sagt, das Kreuz von Jesu soll aus Holunderholz gefertigt werden, weil es eben bloß da wächst, wo Blut vergossen ist. So als, ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen sollte. Ihr wisst, was ich meine. Und auf alle Fälle, die Holunderblüte, die wir jetzt gerade haben, kann man Holunderblütensirup draus machen. Auch Hollerküchlein. Viele von euch kennen bestimmt Apfelküchel oder Küchlein. Das ist nichts anderes, bloß dass man da keinen Apfel verwendet, sondern Holunder. Also ein Eigelb, Zucker, wälzen, dann mit Mehl bestäuben und dann frittieren. Schmeckt sehr gut. Und genau, einen Tee kann man noch draus machen. Es sind vielen Erkältungstees mit drin. Haben wir eh schon beim Thema, oder? Mhm. Unser Wasser ist auch gleich fertig.
abschätzen. Ich bin den Weg hier noch nie gegangen. Also wir müssen uns selber auf unsere Hilfsmittelchen verlassen, dass wir wieder zurückkommen. Also es ist nicht irgendwie alles unter Tag schon ausgekundschaftet und dann spielen wir in der Nacht irgendeine Story oder so. Ja, den einen Schöpfer, da bin ich schon mal vorbei, aber mit dem Auto und zu Fuß in der Nacht ist natürlich alles wieder was anderes. Ja, also was sagt, ich gehe den Weg da halt erst einmal und mal schauen, ob wir zum Auto zurückfinden. Ja, schauen wir mal, vielleicht läuft uns noch irgendwas über den Weg. Lieber nicht. So, jetzt sind wir beim Auto fast angekommen. Bin auch jetzt doch ehrlich gesagt ganz schön froh, dass wir da haben. Ja, ich habe es gerade zum Andi schon gesagt, ich habe eigentlich vor nichts anderem da im Wald Angst, aber vor die Wildsau schon, muss ich ganz ehrlich zugeben. Du siehst das Ganze gelassen, aber. Ja, ich habe es alles gelassen, ich habe schon auch Respekt, so ist es jetzt nicht. Aber keine Angst, das ist was anderes. Aber. Ja. 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 Okay. Gut, dann bis zum nächsten Habt's Mal. Habt keine Angst im Wald, hat es gut aufgekommen. Normalerweise hat es gut aufgekommen und ja, verabschieden wir uns, oder? Ja. Macht's gut. Gute Nacht. Bitte, ciao.